So, Ashley. Haben wir dich mal wieder gerettet? So, dann schauen wir doch mal, wie wir jetzt hier rauskommen mit dir, Mäuse gehen. Ah ja, ist mit Kussmund, das kann nur von Lord Saddler sein. Vielleicht hast du es schon gemerkt, aber du kannst durch den Müllschacht fliehen. So, okay. Hier könnte ich jetzt wahrscheinlich gleich nochmal Probleme bekommen. Wait. Oh, das war knapp. Das war knapp. Ey, lass das. Schießen? Ja! It worked. Ja, das ist ja toll. Dann machen wir mal alles. Nein! Matano! Na, guck mal da ran, ihr Mülleimer. Finde ich nicht gut. Ah, Drecksfacehugger. So, okay, gut. Nein, gut. Ist egal. In your face! Schön, okay. Wir sind recht solide hier durchgekommen. Das ist ja erstmal nicht verkehrt. Können wir hier noch? Ja, wir können hier noch. So, schnell nachladen. Und wir müssen nochmal schnell die Shotgun nachladen. Das ist echt... Ihr seht, wir haben wirklich massive Probleme hier mit dem Inventar. Wir sind halt voll bis unter Dach. Ja, wahrscheinlich muss man halt einfach mal ab und zu mal ein paar mehr Heilsprays benutzen. Obwohl ich mir die halt wirklich immer sehr, sehr gerne aufhebe. Aber was willst du machen? Irgendwie Butze ist voll. Von daher müssen wir auch mal wieder raushauen. So, follow me. Dann gehen wir mal ab zum Müllschacht. Haben wir das? Ach, okay. Zip. Na, aber Hände weg vom Schalter, mein Freund. Sicherlich doch, es ist dieser Scheiß nach Lagers. Und mein Scheiß nicht vorhandener Aim. Damn. Oh, ah, hier. Ah, ja. Gelbes Kraut. Das wollten wir noch mitnehmen. So. So, dann drücken wir mal den Taster. Echt jetzt? Spiel hier. Ja, nicht optimal laufen, aber wir leben noch. Das ist die Hauptsache. So, prüfen.
Allerdings muss ich mal kurz schauen, dass ich mir jetzt natürlich vor dieser Müllschachtsequenz, die ist jetzt auch nicht ohne, mir ein bisschen dickere Munition aufhebe. Oh, Schmaragd. So. Looks like this is it. Oh, it stinks. Sure does. No way, Leon. Way? Are you out of your mind? I knew you'd be fine if you landed on your butt. You... What is this? Come on, let's go. Erstmal schön auf so einer Iron Maiden gelandet, ey. Na super. So, dann weiß ich ja schon mal gleich, was kommt hier. Dann weiß ich ja schon mal gleich, was kommen wird. Kann ich den jetzt schon eigentlich? Nee, können wir nicht. War ja klar. Also geil, so dass er natürlich so mit dem Arsch voran da drin springen. Und hallo, Alter. What is that thing? Auf dem Rücken war noch einer. Pesetas. Nice. Okay, wir hätten das wahrscheinlich auch hier mit den roten Fässern lösen können, das Problem, aber na gut. So. Hier hätten wir nochmal eine kleine Heilung von mir. Aber egal. Ich glaube, das wart hier noch nicht. Mit den Iron Maidens. Übrigens eine sehr geile Band. Iron Maiden. Sollte man sich mal immer geben. Macht immer Spaß, die Musik. So, da haben wir sie noch. Wait! So, durch die Wand kann man es nicht sehen, war ja klar. So, hinten haben wir gerade noch mal ein bisschen das Ausflackern, das Las Plagas auf dem Rücken gesehen. Aber halt auch sehr, sehr munitionslastig. Und man hätte ihn jetzt halt natürlich hierher locken können zu dem roten Fass, aber. Follow me. Egal. Wir haben es ja auch so gemacht. Oh, und? Schauen wir mal kurz hier hinter. Finden wir hier was? Karte. Keine Schätze mehr da. Wunderbar. Okay, dann gehen wir mal hier durch. Schweine hat. Erfolgreich die Schneiber. Müssen wir gleich nebenan in so einer Art Pit kämpfen. Das wird auch nochmal anspruchsvoll. Grünes Kraut. So, let's check this out. Zup, zup, zup.
immer gut vorher vor so einem Kampf, und der wird jetzt gleich kommen. Da machen wir uns mal gar keine Illusion, sich mal kurz vorher durchzuordnen und mal zu gucken, okay, was haben wir denn im Bestand? Was? Okay, 4 normale Handgranaten, die sind nicht verkehrt. Ich würde jetzt wahrscheinlich erst mal mich mit der TMP bewaffnen. Dann auf die Shotgun gehen. So, und hier vorne haben wir nämlich so ein Point of No Return. Let's do it. Look, there's a gate here. Hello, there's a gate here. Und da kommt die Pappnase. So. Oh. Oh, fuck. Ja, das lief nicht so gut. Scheiße. Look, there's a gate here. Ja, ja, look, there's a gate here. Alles klar. Und da kommen sie auch schon. Oh, Alter, ich hätte ja schon mal gleich eine richtig abgekriegt hier. Das ist ja schon mal. Das ist ja schon mal nicht so geil. Von allen Seiten. Ja, okay. Jetzt haben wir mal den Ballermann raus. So, Mäuschen. Wait. Kommen ja auch wirklich in Massen. Okay. Jetzt erstmal eine kleine Ruhepause. Ashley, du ziehst das hier mal durch. Wir crashen uns jetzt hier durch die Tür durch. Nein, müssen wir nochmal schnell nachladen. Wenn wir gerade schon die Ruhepause haben, müssen wir die nutzen. So, das Einzige, was jetzt halt natürlich nervig ist, macht das jetzt. Okay, alles klar. Nein! Erstmal auf die Ausgangsposition zurückpendeln. Gucken wir mal, ob Ashley das denn macht, wenn es soweit ist. Ashley? Good girl. Good girl. So, was? Wie denn? Wo denn? Ja, so. Bleib schnell zurück. Okay, das war schon wieder. Die hechelnden Regenerados. So.
Ach, hey. Ja, Kinder, das sieht ja aus. So, die Frage ist... Oh, ist klar. Seht das? Nice. So. Wo ist der andere? Guck mal erstmal. Ich glaube, er wird weiter hier hinten sein. Adäquat, um daneben zu schießen. Ja. Okay. So, dann schauen wir uns noch mal ganz kurz hier die beiden Räume an. Follow me. Jetzt natürlich hier die Hebel hier vorne haben. Die Tore sind alle offen. Sieht aus wie Hundefutter oder so. Oh Gott. Hunde? Oh. Grenade. Tja, warum versteckt man nun eine Granate in so einem Hundezwinger-Raum? Wahrscheinlich hätte man die jetzt halt quasi von sich wegsperren können oder was? Die Regenerator. Hallo? Ach, der Besprechungsraum. Wie schön. Das ist ja schön. Entspinnt. Yay. Shotgun Shells. Knopf. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch ein grünes Kraut. Das nehmen wir gerne mit. Haben wir noch so einen Riesen hier? Nee. Ja, dann schauen wir uns doch mal diesen roten, ominösen Knopf hier hinten an. Der Notstand. Aha. Okay. Na dann. Ashley, da sehe ich dich, wie Benny sagen würde. Ja. Ashley kann gerade so darunter durchkriechen. Leave it to me, Leon. I do. Was ist das? Okay. So, wir haben noch gelbes Kraut. Das wird auch gleich benutzt. So. Scharfschutzmunition ist langsam ein bisschen dünn. Aber geht noch. Geht noch. So. Moment. Ja, hier ist der Händler. Und? Ah, da hier wird. Hier wird hier was. Oh, schön. Ein rotes Kraut. Welcome. Welcome. Got a selection of good things on sale, stranger. Echt nicht zum What are you buying? Ja, nicht. Doch, Feuerkraft könnten wir hier nochmal 60. Ich bin schon wieder komplett nackig hier. Halbautomatik, nee, TMP, nee. What are you selling? Können wir denn was verkaufen? Schmarrt, könnten wir verkaufen. Is that all? Machen wir Thank mal. You. Tja, na, man könnte die Shotgun jetzt aufpimpen, aber ich weiß noch nicht so recht. Also hätte ich wirklich nur noch 9200.
Das wäre mir jetzt ein bisschen wenig, irgendwie. Falls jetzt noch irgendwo was kommt, wo man sagt, ja, sie ist verschlossen. Aha, okay. Ah, jetzt müssen wir so eine Doppelnummer hier machen. Beiden Seiten der Tür sind Hebel. Haben wir geprüft. Ja. Achso. Wait. Okay. Versuchen wir es. Haha, sie wurde aufgeschlossen. Nice. So. Big Penguin on Eye. Nein. So, dich verfrachten wir mal hier hin. Shabuma, shabama, shabam. Und dann. Nehmen wir mal die. Okay. Ah, ja, okay, alles klar. Nämlich. Jetzt kommt ein sehr spaßiger Abschnitt. Ihre Kiste. Yes! So. Safe-Spray. So, ja, Palettennorm ist auch was anderes hier, Freunde. Eure Palette ist es nicht. Hör mal. So, wir gucken mal. Finden wir hier noch was? Ist hier noch was? Blick auf die Karte. There is no treasure. Okay. So. Na, das wird doch lustig jetzt. Leave it to me, Leon. Klar. Du fährst da die Megabutze. So, ihr erratet es schon. Wir fahren jetzt quasi hier schön mit dem Kipper los. Ja, machen die das. Da kommen sie nämlich. Dann packen. Mal schauen, ob wir sie jetzt. Nein. So, bevor du jetzt deine Röhren schießt. Natürlich mal verschwendet halt natürlich sehr viel, aber es halt sehr schade ist, ne? Ja, und? Aber was willst du machen? Ich kann jetzt auch nicht abspringen, wa? Oder? Abspringen? Oder nie? So, großes Problem ist nämlich der Knecht da hinten. Der hat eventuell
Da ist einer. Oh nein. Nice. Haben wir. Echt? Ich möchte nicht sagen, dass das stellenweise unfair ist, aber das ist stellenweise unfair, wo die auf einmal herkommen. Weil, was wollen sie mir erzählen? Dass sie jetzt hier mal schnell vom Dach gesprungen sind oder was? Das glaubt nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. So, okay. Noch den Rhabarber hier einsammeln und die Schalter betätigen. Schnell wieder zurück. Schaffen wir noch das Zeug da einzusammeln, das wäre geil. So, jetzt ist hier gleich nochmal ein bisschen Kriegsgebiet. Dann schauen wir mal, wie wir das jetzt hier wuppen. Die Kiste. Naja, nicht mit mir. Sau. Ein Schwein. Nein, bitte nicht. Ist nicht euer Ernst. Zwei auf einmal? Mal auf das Ding, Mäuschen. Vorne. Oh, mach schnell. Okay, also das ist gescriptet, das musste sein. Wir hätten es jetzt nicht anders machen können. Sagt er. Okay, alles klar. Wir sind hier jetzt irgendwo reingekracht und schauen wir mal. Weil der Händler irgendwann nämlich auch anfängt, rote Augen zu bekommen. Wie die Ganados. Und, kleiner Funfact, wir könnten ihn so eher erschießen. Aber der Händler hat keinen Händler mehr. Also sollten wir das vielleicht nicht tun. Brandgranate. Hast du jetzt mal was Neues für mich? Welcome. Got a selection of good. Come back anytime. Come back anytime. Ja, ich würde ja zurückkommen, wenn du mal wieder am Start hättest. So, Schatzkin haben wir gefunden. Okay. I can feel them growing ever so strongly inside you. Sadler! Perhaps you can resist, but you cannot disobey. Now, come to me, Ashley.
Ashley! It's already begun. So, ja, und hinterher rennen wäre auch überhaupt ja keine Option gewesen jetzt in dem Falle. Und vor allen Dingen, was noch geiler ist, so ein Häschen, so eine Wanze, so die ganze Zeit blinkt und so piep, 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 piep macht, ist auch unheimlich effektvoll, finde ich, persönlich. Also, merkt keiner, findet keiner. Super. Da hat sich Q was Tolles ausgedacht. So, okay, was haben wir denn da? Unser Plan. Wegen des Amerikaners haben wir Mendez und Ramon verloren. Wir werden unseren Plan dennoch vollenden. Ich muss jedoch zugeben, dass der Verlust meiner Männer zu Problemen führt. Aber damit muss ich klarkommen. Sie sind nicht leicht zu ersetzen. Ich muss weise wählen, denn die Plager spiegeln das Gewissen ihres Wirts wider. Wenn ich falsch wähle, werde ich hintergangen. Ich brauche Männer, die mir Treue schwören. Durch Sierras Verrat habe ich meine Lektion gelernt. Diesen Fehler mache ich nicht noch einmal. Ich kann und will nichts und niemanden meine Pläne durchkreuzen lassen. Tja, mein Gutster. So sieht's aber nun mal aus. Irgendwie, ich nehme dir einen nach dem anderen weg, bis du völlig alleine dastehst. Ja, so. Gut. What's the news on our friend, Leon? He's not making it easy. The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah. We'll see. Ja, ja, also Narbenfresse Krauser und Ada Wong stehen quasi im gleichen Team. So scheint es. Aber... Was denn, wo denn? Wo denn, wo ist er? Wo ist er denn? Wo kommt er denn? Oder von hier? Muss ja von oben gucken. Von unten. Oder was? Oh, flinker Boy. Toter Boy. Ja, oder? Ist aber auch eine klare Stimme, der Typ. Bitte nicht. Warum? Wieso? Ja, wie gesagt, das war halt das, was ich vorhin meinte, dass man halt einfach viel, viel mehr jetzt langsam mit den Las Plagas zu kämpfen hat. Als mit den eigentlichen Gegnern nachher. Was sag ich da? Du! Ah, steht doch einer. Da steht doch einer. Was habe ich gesagt? Wenn wir Pappnasen gleich mal erstmal treffen würde, dann wäre das doch alles ja nicht so schlimm. Aber ich bin halt kacke am Xbox-Pad. Okay. Inside.
Ist jetzt hier mal gut hier. Ihr Pappnasen. So, können wir das öffnen. Hier, Redhawk. So, Munition. Natürlich mitgenommen. Was ist hier los? No. Ah, hier ist eine Tür. Okay. So, kein Schatz oder irgend sowas. Vielleicht, wenn man das hier so nicht sieht. Was ist denn da? Hey. Oh. Eine Flashbang. Das ist auch schön. Ich nehme alles mit. Ich kann mal alles gut brauche. Ich will zu über. So. Ja, das sieht mir aber sehr nach einem Hinterhalt aus. Been a long time, comrade. Krauser. I died in a crash 2 years ago. Is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley. You got John quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. What do you want? The sample Sadler developed, that's all. Leave Ashley out of this! Oh, I needed her to buy Sadler's trust in me. Like you, I'm American. You got her involved just for that? Umbrella. Almost let it slip. Enough talk. Die, comrade! Got her involved just for that? All for Umbrella's sake. Umbrella? Almost let it slip. Enough talk. Die, comrade! Ada! Well, if it isn't the bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it?
You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Enjoy the reunion with your old friend. As a matter of fact, I did. Wonderful. I wouldn't want my special guests on the island feeling unattended. Guess I'm supposed to thank you, right? Ah, I have an idea. Since you're here, why don't I introduce you to it? It should keep you busy. Can't remember the name, huh? A senior moment, perhaps. Oh. Enjoy the fun. Ja, okay, also. Ja, Krauser ist halt einfach geil. Ist halt einfach ein sympathischer Charakter, ohne Nacken oder ohne Hals, besser gesagt. Ja, geht der Rumpf sofort in den Hals über, in den Kopf. Und ja, super, Ada hat uns mal wieder rausgehauen und lässt uns mal wieder wie so ein Nappel dastehen. Manchmal ist er auch ein bisschen naiv, der Leon, und sagt dann einfach, naja. Sorry, bitte? Oh. So, haben wir hier noch irgendwas? Ja, also. Na, hi. Ei. Niemand hätte das geschafft. Auch nicht der Tom Cruise. Was für ein Quatsch. Du musst doch genau wissen, wo die Leser sind, ey. Kleine Schnitten wir. Oh. Rechts ist ein Schalter. Was soll man dazu sagen? Ist Resident Evil, Freunde. So, hier haben wir noch einen Schatz. Eine elegante Kopfbedeckung. Super. Einen Thron. Wir nehmen ihn. Oh, Spiked. Oh. Let's take a seat. Hail to the King. Wir haben keine Zeit zum Ausruhen. Passiert jetzt eigentlich was, wenn ich sitzen bleibe? Okay, wir schleisen, ne? Schauen wir vorne nochmal, ob hier noch was ist. Sieht nicht so aus. Da auch nicht. Okay. Geht's denn mal wieder weiter? Scheint so ein bisschen der Fluchtweg, ne? Der Fluchttunnel. Für Lord Sadler. So, hier was? Ja. Oh, ihr seht. Nein. Echt? Verwenden wir mal. Boah, ich stehe mir so voll, ey. Das Markt. Sehr gut. So, dann schauen wir nochmal, was es ist. Louis Notiz 4. Das ist geil, wo Louis überall war und Sachen für uns hingeschrieben hat, oder? Großartig. Hier verzeichne ich, was ich über die Plagas herausgefunden habe. Sie haben drei Eigenschaften. Erstens, sie, wie erwähnt, können die Plagas die Verhaltensmuster ihrer Wirte ändern. Zweitens, sie sind gesellige Organismen. Damit meine ich, dass sie nicht alleine, sondern in Gruppen leben. Man nimmt an, dass sie über kollektive Intelligenz verfügen. Dieses Verhalten findet sich bei einigen Insekten wie Bienen und Ameisen. Für Parasiten ist es jedoch sehr ungewöhnlich. Vielleicht ist es eine erlernte Verhaltensweise. Ich finde heraus, ob das mit ihren ersten Eigenschaften zusammenhängt. Drittens. Die Plagas sind anpassungsfähig. Sie können eine symbiotische Umgebung entwickeln und von vielen Wirten leben.
Diese Fähigkeit und ihre Gruppenverhalten ermöglichen es ihnen, unabhängig vom Organismus zwischen Wirten interagieren zu können. Ich muss gestehen, dass ich von den Plagas so fasziniert war, dass ich die wahren Gründe für die Forschung der Los Illuminados nicht bemerkt habe. Obwohl ich wusste, dass Saddler die Ergebnisse missbrauchen würde, musste ich einfach weiterforschen. Daher bin ich ebenso verantwortlich für dieses Chaos wie er. Kann ich alleine ihre Pläne vereiteln? No. So. Finden wir hier hinterm Händler noch? Ja, hallo, hallo, hallo. Sehr schön. Das nehmen wir doch gerne mit. So, wäre toll, wenn er noch was hätte. Mal einfach verneuert. Got some rare things on. What are you buying? Ah, okay, was hat er neuert? Nein. No. Dieser Penner. Ja, tatsächlich muss ich jetzt aber wirklich mal bei der Striker nachlegen. Is that all? Thank you. Und die Kapazität? Is that all? Gib ihm. Thank you. Exklusiv? Erhöht die Maximumkapazität der Waffe über die Grenze der Waffe hinaus. Also 28 Schuss haben wir jetzt schon mal. Come back anytime. Das schauen wir uns doch mal an. 28 Schuss ist schon geil für so eine Schrumpe. So, okay. Verkaufen. Ja, wir haben auch nicht großartig was wir verkaufen. Können wir aber beim nächsten Mal. Also wir haben jetzt noch nichts irgendwie, womit wir da jetzt, glaube ich, rüberkommen. Oh, schön. Gelbes Kraut. Thank you. So, okay. TMP können wir auch nochmal nachladen. Dann haben wir auch nochmal einen Slot frei. Ja, ansonsten sieht er schon mal ganz gut aus. Ja, hier muss man natürlich auch mal so ein bisschen gucken, irgendwie. Nicht, dass ich hier irgendwelche Schätze verstecken, da wir wahrscheinlich schon so viel übersehen haben. Schrumpelpumumpel. So, und er hat doch bloß hier irgendeine Nummer oder was, wa? Okay. Dann schauen wir mal. Oh, er wurde gefunden. Wie das nur? What is that? Jetzt hier eine gewisse Anzahl von Schaltern. Oh, shit. Betätigen. Shit. Wäre auch schön, wenn ein Fehler mit bei wäre, ist es aber nicht. So eine Kacke. So. Wir schieben mal nochmal ein bisschen unser. Was auf der anderen Seite war. Ja.
Alter. Lass mich! Ah. Cool, cool, cool. Falsche Richtung! Und kein vorbei. Lass mich vorbei! Lass mich vorbei! Da ist der andere Schalter. Ich würde immer noch gerne vorbei. Bitte, bitte. Muss ich denn hin? Oh nein. Alter, wo muss ich hin? Oh, na bitte, Alter, als wenn sein scheiß Tentakel gekackt da nicht schon schlimm genug ist. Geh mal durch, danke, danke. Das ist total lieb von dir. Oh. Nein! Nein! Ach, Menno. So ein Cheat. So, jetzt aber schnell hier. Verpissung. Okay, gut. Wir mussten paar Herf-Sachen benutzen, aber ansonsten recht gut durchgekommen hier, muss ich sagen. Hätte schon mal kommen können. So, dann knustern wir uns hier nochmal so ein, zum Krautnei. Zum Krauthinder. Aber... der wart ja noch nicht! Ich wusste ja noch, der Idiot hier mitkommt. Schön, dass das auch geklappt hat. Ah, drehen wir mal noch eine Runde hier. Oh, er ist hinter mir! Nein! Das gibt's doch nicht, ey. Ausnutzen. Alter. Das ist aber nicht wahr.
Gut. Hätten wir 50.000. Meine Fresse, das war ja jetzt aber hier ein Arschaufriss hier für die Pampelmuseler. Junge, Junge, Junge. So, dann gehen wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Ein grünes Kraut. Schön. Ja. Ah, okay, alles klar. Hier könnten wir nochmal zurück. Und da vorne war nochmal so eine Art Station. Ich schau mal ganz kurz, ob es da noch was zu holen gibt. Tja, es war nur ein grünes Kraut. Naja, immerhin. Ne? Haben wir mitgenommen. So, das sind natürlich hier so eine Art Schaltschränke, die wir natürlich nicht öffnen können. Okay. Climb up. Das fand ich hat jetzt mal Spaß gemacht. Wer bist du? So. Und vorhin habt ihr den schön viel fallen gelassen. Ja, habt ihr. Nice. Okay, dann können wir was holen. So, tatsächlich ist natürlich Kohle in dem Falle jetzt eine schöne Sache. Wunderbar. Da machen wir doch gleich mal den Hitmix. So, ja. Ich hab 26 Magnum. Schuss. 26. Fuck. Und keine Magnum. Es ist doch kacke. Naja. Das sind hier Probleme, oder? So, okay. Besser? TMP-Munition, sehr cool. Und hier war noch eine Kiste, glaube ich, drin. Nice. Okay, Munition, ich würde sie ja gerne alle mitnehmen. Haben wir eine Kiste. Ah, wo? Oh, alles klar. Get inside. Hier versteckt sich also ein Schatz. Da bin ich ja mal gespannt. Hello. Oh, ein blauer Stein. Ja, Moment mal. Jawohl. Und damit ist der Goldlux auch verkaufbar. Ah. So, na, als hätte man von ihm gesprochen. Nicht, nicht, nicht. Hallo. Was haben wir da nochmal? Krauses Nachricht. Offenbar hat Zettler mich von Anfang an durchschaut. Mir ist es zwar gelungen, Ashley zu entführen, aber ich habe gleich gemerkt, dass Zettler mir nicht ganz vertrauen wollte. Ah, okay. Also waren nicht die dusseligen Dörfler, die nach Washington gegangen sind, ins Weiße Haus rennen, Matano, sich Ashley geholt haben, sondern es war Krauser, der wesentlich unauffälliger ist. Ja. So hatte ich keine andere Wahl, als die Frau um Hilfe zu bitten. Vielleicht wusste sie von vornherein, dass es so kommen würde.
Ich spürte, dass sie anderes bezweckte als Wesker und ich. Das ist die Gelegenheit, es herauszufinden. Und wenn ich Leon beseitigt und die Probe bekommen habe, stecke ich sie mit Leon in einen in den Leichensack und schicke beide an Wesker. Welcome. Got some rare things on sale, stranger. What are you buying? So, wir haben tatsächlich die Kohle jetzt. Und wir machen's. Das Exklusiv-Upgrade. Is that all, stranger? Thank you. 100 Schuss! Alter! 100 Schuss! Nie mehr nachladen! Wie geil! Das ist what are you selling? Nice. So, mal gucken, was der Gold Lux bringt. Ach, ich freue mich. Oh, 35.000. Ah. Gib ihm. Thank you. So, zwei Smiles. Machen wir noch. Thank you. Oh, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Oh, die elegante Kopfbedeckung. Thank you. Tja, hierfür bräuchten wir mal irgendwie noch mal was, wa? What are you was kostet buying? Denn eigentlich die Magnum hier? 77.700. Come back anytime. Würde ja gehen, aber naja. Wahrscheinlich wird der Zeitpunkt dann kommen, weil wir finden ja, glaube ich, ansonsten jetzt auch nicht wirklich noch eine andere Magnum irgendwie. Auf jeden Fall kann ich es mir jetzt nicht vorstellen. So, okay. Na, das war doch ein schöner Abstecher, Jungen. Das hat sich doch mal gelohnt. Okay. So, und hier geht die Leiter hoch. Und unser Weg führt sich fort. So, hier haben wir noch ein Fass. Daumen drücken. Danke, liebe Daumendrücker. Und danke, liebes Universum. So, okay. Schuss ist schon mega. Vor allen Dingen, das Geile ist ja, wir haben jetzt einfach 72 Schuss Schrotmunition dazugekommen. Geschenkt. Ne, durch das Upgrade. Also geschenkt jetzt auch nicht. War teuer genug, der Shit, aber die finden wir erstmal. So, you two are all hooked up now, is that it? Where's Ashley? Do you really want to know? She's beyond that gate. But you'll need 3 insignias to open it. What are you gonna do, Krauser? There's one in the north, and the other in the east. And let me guess, you got the last one. It pretty much means you're on a tight leash. Sounds like you thought this one out pretty well. Ja, nee, super. Okay, mega fighting Krauser. Nervener Kampf auf jeden Fall gegen Krauser. So viel kann ich schon mal verraten. Verwenden? Ja, ich verwende den. So. Ah, ich hab den Platz. Why? Damn. Recht viel Leben gekostet, die Nummer. Naja.
zwar noch nicht hundertprozentig nötig gewesen, aber wahrscheinlich würde ich auch kurz mal auf die TMP wechseln. Bowser ist halt fucking schnell. So, irgendwo. Oh. Nee. Lass mich mal schön und rum, mein Freund. Dass er mich dann ab einem bestimmten Punkt halt, ich sag mal in Anführungsstriche, in Ruhe lässt. Was jetzt aber nicht wirklich. Oh shit. Okay, es sieht hinter mir so eine Scheiße. What do you intend to do restoring Umbrella? To bring order and balance to this insane world of ours. A psycho like you can't bring order or balance. You don't seriously think a conservative mind can chart a new course for the world, do you? So, jetzt müssen wir natürlich mal kicken, wie wir die Backpfeife jetzt hier wegkriegen. Don't just stand there. Come out and fight like a man. I'm not falling for that one. Just trying to have fun. Ja, komm jetzt halt. Lass mal Fun haben. Ja. Tatsächlich ist der Kampf gegen Krauser für mich der nervigste in diesem ganzen Spiel. Also nicht der nervigste, aber der forderndste. Ganz einfach, weil der über mehrere Etappen hier geht. Und weil der halt sehr viel Inventory-Zeug frisst. Ist einfach. Du brauchst extrem viel. Ach, hier muss er hin, okay. Naja. Du brauchst extrem viel Munition und du brauchst extrem viel Heilmittel. Weil er halt einfach schnell deinen Sachen, deinen Moves ausweicht irgendwie und. Ja, habt ihr gesehen, wie viel man noch beratzen muss. So, einen halben Meter weiter schon wäre jetzt auch nicht verkehrt gewesen, aber naja. So, und wir haben jetzt das erste Teil der Medaille. Das erste. Schon. 20 Schuss hier bloß drin hier in der TMP. Ich bin nur froh, dass die 100 Schuss nicht in Echtzeit nachgeladen werden. Das hätte sonst etwas gedauert. So, okay. Dann schauen wir mal, wo uns jetzt erwartet. Wow. Nee, Freund schon. Ach du Scheiße, okay. Drohnen. Oh.
Leute, nee. Geht doch nicht. Was nehmen? Nope. So, what shall we do? Dann machen wir es mal so. Ja. Ist nicht besonders toll, aber Musik machen. Vielleicht nachher. Jetzt wird die TMP-Munition angesammelt. Oh. Ah, Krause hat hier ein paar Drohnen am Start, der Boy. So nicht. What is it that you fight for, comrade? My past, I suppose. Umbrella. Oh. Ja, wo ist das Dröhnchen? Einmal oben rumgeflogen, das ist ja krass. Das ist ja krass. So, schau mal, was können wir nehmen. Oh, da oben wäre nochmal eins gewesen. So, okay. Ich denke mal, wir werden jetzt das nächste Teil finden. Der Kampf gegen Krauser steht bevor. So, okay, mit Flens gehen. Ja, nee, erstmal vielleicht das andere Zeug einsammeln. Nee, geht nicht. Scheiße, oder? Wenn ich jetzt hier rüberlaufe, Träger gekommen wird. Ey, Magnum, fuck. Ich brauch die Magnum, ich brauch die Magnum. Was? Okay, alles klar. Na gut. Two down, one more to go, Krauser. We'll see about that. Witness the power! You've lost it completely, Krauser. Prepare for your death, Leon. Oh, schön. So, out of ammo. Ha!
So sieht's mal aus, Krauser. Jauser Mauser. Krauser, was ist passiert? Du warst doch mal so nett. Oh, oh Gott. Wer übersetzt denn sowas? Oh Mann. Du warst doch mal so nett. Oh, vielleicht sollte ich mich mal ein bisschen beeilen. Because of time is ticking. So, nun aber schnell. Nun aber schnell. Ja, super. Also jetzt schon mal los. Da geht's ja schon mal los. Einmal schön verkackt, das Ding. Achso, na klar, hier ist es aufgegangen. Hier nehmen wir die Pistolen Munition. Das soll ich gerne mitnehmen. So, na dann. Es fehlen Teile. Da brauchen wir noch was. Der Adler. Und The Snake.